Einen wunderschönen guten Morgen aus Oslo. Heute ist Samstag, der 16. September 2023, ist 9.01 Uhr und ich bin in meinem Hotelzimmer. Nebenan, hinter dem Fernseher da, ist der André und macht sich gerade fertig für den Tag. Und ich bin hier in dem Zimmer. Ja, und wir hatten gestern einen schönen ersten Tag in Oslo. Heute kommt der zweite Tag, leider sehr verregnet, aber ich glaube, das ist hier nicht selten, dass es ab und zu mal schüttet. Ich gucke mal gerade nach dem Wetterbericht. 14 Grad und ab 12:30 Uhr 30% und dann steigende Prozentzahlen von Regen. Mehr als 17 Grad kriegen wir hier heute nicht. Das ist aber nicht schlimm, ich mag ja Hitze eh nicht so sehr. Und dann gucken wir mal, was wir heute machen. Wir wollen so eine Fjordfahrt machen mit einem Boot vom Hafen aus. Die geht irgendwie 2 Stunden. Wir werden uns jetzt ein bisschen was zum Frühstück suchen. Und dann schauen wir mal ins Wikingermuseum, wollen wir noch. Es gibt irgendwo auch so ein Bootsmuseum, wo so alte Wikingerschiffe dann gezeigt werden. Soweit ich das gestern verstanden habe, hat das Originale oder das Erste hat leider zu, aber wir können in ein virtuelles Museum gehen. Wahrscheinlich mit VR-Brillen oder sowas. Mal gucken. Ja, und gestern war gut, erster Tag. Wir waren um 11:30 Uhr im Zug auf dem Weg nach Oslo. 15 Minuten später bist du dann auch vom Flughafen in Oslo angekommen. Unser Hotel ist sehr nah am Bahnhof gelegen, fußläufig vielleicht 5 Minuten. Und dann sind wir gestern ein bisschen durch die Stadt gegurkt, waren bei TGI Fridays. Das ist irgendwie so ein Ding, was André hat, dass er gerne in den Städten, wo er ist, zu TGI gehen will. Und das haben wir gestern auch gemacht, hatten wir in Dublin ja auch gemacht. Und haben lecker gegessen und dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gegurkt, haben uns Parkanlagen angesehen. Bisschen Straßenzüge entlang gelaufen und dann fing es an zu regnen. Dann sind wir zurück, haben uns Schirme gekauft und ja, waren abends dann noch in einem typisch norwegischen Restaurant essen. Hat mich ein bisschen an das Mönchshus erinnert in Berlin, wo ich gerne hingehe. Und ja, da gab es dann Meatballs mit Erbsen püriert und Kartoffeln und braune Soße und davor hatte ich noch ein Bier und Alkohol ist ja teuer, da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe ein Bier bestellt, so ein Craft-Bier, ein sehr dunkles Bier, da war der Schaum sogar richtig dunkel und das hat fast so viel gekostet wie die Hauptspeise. Das war echt, also dachte ich so, na egal, mach mal. Ja, wie gesagt, Alkohol ist ja echt recht kostspielig. Heute komme ich vielleicht ohne Bier aus, mal gucken. Ja, und dann mal gucken, wie gesagt, was wir heute machen. Morgen haben wir mit dem Wetter noch ein bisschen mehr Glück. Da ist dann wieder Sonnenschein und kein Regen. Aber morgen haben wir auch nur bis 12, 12:30 Uhr Zeit. Weil 14:50 Uhr geht mein Flieger und ich glaube, Andres Flieger geht 15:30 Uhr oder sowas. Ja, dann gucken wir mal, was wir heute noch so machen. Regenschirm ist im Gepäck und ich bin schon mal auf die Fjordfahrt gespannt und dann vielleicht noch das ein oder andere Museum mitnehmen. Am Stadtschloss nochmal vorbei und mal gucken. Gestern haben wir sehr lustige Statuen gesehen in einem Park. Der war gesäumt von sehr skurrilen Situationen mit Statuen dargestellt. Und das, ich glaube, 2 Bilder habe ich gemacht. Eins habe ich davon bei Instagram hochgeladen und das ist schon sehr, sehr witzig. Ja, gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Hinflug war alles in Ordnung. Ich war auf Platz 4D, ganz weit vorne, bin deswegen relativ früh ins Flugzeug reingekommen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch war in Berlin. Also irgendwie, weiß ich nicht, muss ich vielleicht nochmal später drauf eingehen, das mit den Gates, wie die gebaut sind und dass dann die Sitze, die Wartereien hinter dem Check-in-Schalter sind, das ergibt für mich gar keinen Sinn, weil der Wartebereich als solches ist gleichzeitig der Anstehbereich, um dann das Flugzeug zu boarden. Und das ist, hat, wie gesagt, für mich nicht so viel Sinn gemacht. Aber egal, hat ja alles geklappt. Und Sicherheitscheck war ein bisschen lang. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich angestanden, aber hat alles sich noch, ist alles noch ausgegangen, ganz gut. Bin sozusagen von zu Hause
zum Potsdamer Platz, dann mit der S-Bahn gefahren und dann runter zum Flughafen, aus der Bahn rausgestiegen, direkt in den Flughafen rein. Dann Sicherheitscheck halbe Stunde, dann zum Gate und ja, 20, 30 Minuten später war dann auch schon Boarding. Ja, hat alles super geklappt. Okay, gut, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Samstag. Ich werde jetzt mit André Oslo unsicher machen und dann berichte ich morgen von dem heutigen Tag, von der Fjordfahrt und den Museumsbesuchen und was wir heute vielleicht gegessen haben. Fisch wollen wir heute wohl mal uns geben. Am Hafen gibt es ja irgendwie ein paar Restaurants und Frühstücken. Mal gucken, was wir da finden. Gut, also dann schönen Samstag, schönes Wochenende und bis morgen. Tschüss.